wir hier im Raum haben, die ich gleich kurz vorstellen möchte. Wir haben von links in der wechselnden Regierung ein Team aus Würzburg, bestehend aus Ann-Kathrin Bergmann und Johannes Klug. Wer von euch beiden wird zuerst hin? Johannes, dann Ann-Kathrin. In der eröffnenden Opposition haben wir ein Team aus Freiburg, Jannis Lindberg und Carsten Senk. Wer von euch beiden redet zuerst? Erst Jannis, dann Carsten. In der schließenden Regierung kommt das Heimteam aus Tübingen, Samuel Scheuer. Marius, dann Sam. Und in der schließenden Opposition ein Team aus Wien, Katrin Fallmann und Navi Grüntal. Wer wird bei euch beiden beginnen? Vielen Dank, dann brauchen wir eigentlich nur noch ein Thema und dann kann es losgehen. Das Thema des Finals der Süddeutschen Debattiermeisterschaft 2018 lautet: Dieses Haus glaubt, das ist so eine BTS-Formulierung, das machen wir im Debattieren so. Also wir sind quasi das Haus und erleben jetzt die Debatte darüber, was wir zu glauben haben. Dieses Haus glaubt, dass Deutsche patriotischer sein sollten. Dieses Haus glaubt, dass Deutsche patriotischer sein sollten. Ich bitte Johannes Klug für Würzburg, die Debatte zu eröffnen. Man hat im Finale weniger Platz als sonst in der Woche. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, dieses Haus glaubt, dass die Deutschen patriotischer sein sollen. Was heißt Patriotismus? Patriotismus bezeichnet für uns die positive emotionale Verbundenheit mit der eigenen Nation. Diese Verbundenheit kann sich auf verschiedene, als Merkmale unserer deutschen Nation angesehene Aspekte beziehen, etwa ethnische, kulturelle, politische, historische oder sportliche, die für uns als schützens- oder bewahrenswert empfunden werden. Wir glauben, ein solcher Patriotismus in Deutschland hätte mehrere Vorteile und wollen zunächst uns den Status quo überlegen. Wie ist es gegenwärtig? Wir können uns sicher sein, gegenwärtig haben wir eher wenig von dem, was wir als Patriotismusgefühl empfinden könnten. Das hat dann ganz unterschiedliche Gründe. Der offensichtlichste ist natürlich die Übersteigerung des Patriotismus, nämlich der Nationalismus, der zum Zweiten Weltkrieg geführt hat, der zu unendlichen Verbrechen und zu unendlichen Leiden des deutschen Volkes geführt hat. Und dass sich in den Folgen der jungen Bundesrepublik eine Lage entwickelt hat, wo Patriotismus auch nur nicht möglich war, dass ja auch kein Grund empfunden wurde, patriotisch zu sein, ist, denke ich, sehr naheliegend. Zweitens erleben wir immer mehr Vereinzelung der Menschen. Das mag daran liegen, dass wir über die Medien mehr Kontakt haben, mehr die Möglichkeit haben, zu Menschen Kontakt zu haben, die wir tatsächlich schon kennen, ohne dass wir zufällige Bekanntschaften auf der Straße machen müssen, weil wir schlicht direkte Kontakte durch Telefonieren oder Internet finden können. Das mag aber auch daran liegen, dass wir allgemein eine größere Möglichkeit haben, Meinungsbildung zu finden. Wir haben zum Beispiel diskutiert die Zersplitterung der Parteienlandschaft. Auch das führt dazu, dass Leute sich eher eine Identität suchen, jenseits dessen, ich bin Deutscher, man würde zum Beispiel sagen, ich engagiere mich für Gewerkschaften, ich engagiere mich für die Rechte von Homosexuellen, ich engagiere mich in meinem privaten Zirkel, zum Beispiel als Briefmarkensammler oder was auch immer. All diese Faktoren haben dazu geführt, dass Patriotismus und das Gefühl, Deutsch zu sein, eher weniger intensiv sind. Wir wollen nochmal zunächst klar erkennen oder klar feststellen, dass wir die Gefahr des Patriotismus, die übersteigerte Patriotismus, nämlich den Nationalismus, als Gefahr erkennen. Vielleicht. Und zwar führt das erstens potenziell dazu, dass
Der Nationalismus, das heißt das Gefühl, über andere Völker zu stehen, zur Unterdrückung dieser anderen Völker, zur Aggression gegen die Völker, gar zu Krieg führen kann. Und zweitens, dass die Gefahr bestehen könnte, dass wir den Patriotismus als Nationalismus, der ausgrenzt, der andere, die bei uns leben, aber nicht unserer Nation angehören, als es wir als minderwert und deswegen als ausgrenzend empfinden. Diese Gefahr erkennen wir an, glauben aber, dass die Vorteile des Patriotismus größer sind und die Gefahr bei tatsächlicher Betrachtung kleiner. Könntest du mal kurz erläutern, was anhand von einem Beispiel ein bisschen mehr patriotisch für dich darstellt? Einem Individuum zum Beispiel. Bitte? Als Individuum, oder? Ja, genau. Da möchte ich direkt zu den Vorteilen des Patriotismus kommen, was es dann konkret heißen würde, mit einem Beispiel. Und zwar erstens sehe ich die Vorteile des Individuums, zweitens für verschiedene gesellschaftliche Ziele. Das Individuum, Menschen, jeder Einzelne, profitiert davon, dem Gefühl zu haben, einer Gruppe zuzugehören. Woran liegt das? Nun, ich würde sagen, es ist ein positives Erlebnis, sei es ein Fußballspiel, sei es ein Tor, das man selbst schießt, sei es ein Tor eines Freundes oder auch eine Bergwanderung oder ein gutes Essen, mehr Spaß macht, wenn man Leute hat, mit denen man es teilt. Das ist, denke ich, unbestritten. So, nun ist es aber das Problem, dass nicht jeder Mensch Gruppen findet oder nicht jeder Mensch sagen kann, ja, gar kein Problem, ich habe eine Briefmarkensammlergruppe. Schon allein, weil es davon wenige gibt. Aber die Gruppenzugehörigkeit zu sagen, okay, wir haben zumindest eines, das sind wir alle. Wir sind alles Deutsche, wir sind alles in gewisser Weise Patrioten, die an unserer Nation, zum Beispiel eben unseren Lebensraum in gewisser Weise, hier die Berge und Tübingen aus, und diese wunderschöne schwäbische Landschaft, die wir das schätzen. Dann könnte der Einzelne sagen, zum Beispiel, ja, ich schätze das. Und dann gibt es die Möglichkeit, sich darüber eine Gruppe zu bilden. Wir sind die Gruppe derer, die die deutsche, die schwäbische, die tübingische Landschaft schätzt. Und das ist etwas Besonderes und das sehen wir als etwas Positives für den Einzelnen. Und so entsteht tatsächlich mehr Zufriedenheit. Zweitens haben wir mehrere positive Gründe für die Gesellschaft. Es ist erstens die Integrationsmöglichkeit für die, die bisher aufgrund ihrer Herkunft, also konkret als Ausländer oder Zugezogene, nicht als der unserer Nation angehörigen Kunden werden. Und zwar ist das konkrete Problem, dass wenn jemand hierher kommt und sich fragt, ja, ich würde ja gerne prinzipiell Kontakte finden. Ich denke, jeder, auch wenn es ein Franzose, der nach Deutschland zieht, interessiert sich grundsätzlich für das Land, aber was heißt es denn gerade? Und wenn ein Deutscher, wenn zum Beispiel ein Arbeitskollege sagt, ja, was tue ich denn gerne? Oder was ist denn hier schön? Und dann sagt er, der Arbeitskollege, ich liebe die deutsche Landschaft oder der Sport. Ich finde, der deutsche Rodelsport zum Beispiel, wir hatten das die Winterolympiade, ist ganz großartig. Dann ist das für mich patriotisch zu sein. Und dann sagt der Franzose, okay, das ist eine interessante Sache. Der deutsche Rodelsport ist in der Tat international sehr erfolgreich. Und die deutsche Landschaft ist in der Tat, meiner Meinung nach, in Europa äußerst divers und äußerst schön. Und so hat man einfach mal Anknüpfungspunkte als Fremder, eine Verbindung zu finden. Zweitens, wir haben die Möglichkeit und den Zweck des Patriotismus, dass trotz politischer Unterschiede wir stets noch ein Gefühl haben, dass wir nämlich, auch wenn wir uns streiten, doch zusammenkommen müssen. Wir mögen rechts sein, wir mögen links sein, wir mögen liberal sein, wir mögen konservativ sein, aber wir sind alles Deutsche. Dieser Satz ist gefährlich, da bin ich mir bewusst. Dieser Satz wurde ähnlich verwendet von Kaiser Wilhelm zu sagen, ich kenne keine Partei mehr, ich kenne nur noch Deutsche. Der ist uns bekannt. Aber das ist eben ein übersteigertes Deutschsein. Man ist ja nicht zusammen mit Zusammengehörigkeitswillens, sondern man hat Unterschiede, aber versucht seine Unterschiede friedlich zu lösen, eben weil man eine Nation ist, die friedliche Lösung, die Lösung durch Debattieren, die Lösung durch Diskurs von Unterschieden. Das ist für uns letztlich zum Schutze unserer Gemeinschaft, unserer Nation wichtig. Und deswegen glauben wir eine politische Integrationskraft. Und letztens ermöglicht der Patriotismus auch Verantwortung für die eigene Nation zu zeigen. Nur, wer sagt, meine Nation ist mir in irgendeiner Form wichtig, kann auch sagen, das, was ich jetzt positiv empfinde, sei es der Sport, sei es die Landschaft, sei es die historische Kultur, ist mir irgendwie bedeutsam. Wenn ich Deutscher bin und Patriot bin und sage, die historischen Lektionen, die wir gelernt haben, sind bewahrenswert, sind auch was Schützenswertes. Nur dann werde ich zum Beispiel sagen, ich gehe ins Museum oder ich spreche mich dafür aus. Und nur wenn ich die deutsche Landschaft liebe, oder zumindest gerade dann, werde ich auch sagen, ich engagiere mich für den Umweltschutz. Und deswegen heißt Patriotismus Verantwortlichkeit und ist nicht übersteigert positiv.
Meine Damen und Herren, Patriotismus ist per Definition eine gefühlige Haltung, die Deutschland gut findet, weil es eben Deutschland ist. Wir glauben, dass man Deutschland durchaus gut finden kann, aus vielfachen Gründen. Es ist eines der besten Länder auf der Welt, um darin zu leben. Und es ist auch außenpolitisch, sagen wir mal, nicht so destruktiv wie viele andere Länder. Aber wir sollten diese Überzeugung, dass Deutschland etwas Gutes ist, haben, weil wir dafür gute Gründe haben und nicht aus einem vagen Gefühl des Patriotismus heraus, der uns sagt, naja, Deutschland ist irgendwie schon toll, wie es so ist. Ich werde kurz darüber reden, über die Vorteile, die sich diese Regierung hier ausgedacht hat und warum Patriotismus uns tatsächlich, also wirklich nicht so viel bringt. Erstens, Zugehörigkeit zu Gruppen. Also brauchen wir wirklich Patriotismus, um uns zu Gruppen zugehörig zu fühlen? Findet nicht jeder in seinem Leben mehr oder weniger leicht alle möglichen Gruppen, denen er sich zugehörig fühlen kann? Schulen, Universitäten, Vereine, Freunde, Berufskollegen. Das sind alles Gruppen, die nicht irgendwie typisch deutsch sind, für die wir keinen Patriotismus brauchen und die, glaube ich, also wenn uns die letzten Jahrzehnte etwas gezeigt haben, dann, dass Deutschland ganz gut ohne großen Patriotismus und auch ohne großen Nationalismus auskommt und dass die Leute trotzdem in ihrem Alltagsleben jetzt nicht die ganze Zeit das Gefühl haben, ach, ich bin aber so vereinzelt und was sollte ich denn machen mit meinem Leben? Dann zur Integration sage ich gleich noch was. Kurz noch zur Solidarität. Solidarität ist tatsächlich, glaube ich, eines der besseren Argumente der Regierung, weil man sagen kann, solche Dinge wie die Existenz eines Sozialstaates, also dass man selbstverständlich anderen Menschen hilft, weil man ihnen eben helfen muss, leitet sich wahrscheinlich bis zu einem gewissen Grade aus diesem Patriotismus her. Zwei Antworten darauf allerdings. Erstens, die Akzeptanz eines Sozialstaats und der entsprechenden Regelungen leitet sich, glaube ich, nicht nur von Patriotismus her, sondern mindestens genauso sehr von Gewohnheit und davon, dass es in unserer Gesellschaft nun mal so gemacht wird. Die meisten Gesetze werden von den meisten Menschen akzeptiert, weil das halt so ist und weil man eben einen Sozialstaat hat und weil es natürlich klar ist, dass man Leuten, denen es einfach nicht so gut geht, auch helfen muss. Und diese Institutionen werden unterstützt von den allermeisten Leuten, ohne dass man da irgendwie groß politisch überlegen muss, ohne dass man sich groß Gedanken machen müsste. Das heißt, dieses explizite Gefühl des Patriotismus ist nicht notwendig, um zu sagen, wir helfen anderen Leuten, denen es schlecht geht, innerhalb unserer Staatsgrenzen. Und solche Dinge wie Sozialstaat sind natürlich auch ganz wunderbar anders zu begründen aus Überlegungen, dass man irgendwie ein Gemeinwohl hat, das größer ist als das Wohl jedes Einzelnen. Nicht aus Gefühlsüberlegungen, sondern weil man sagt, naja, wenn die Leute sich zu Staaten zusammenschließen, sind sie einfach wesentlich effizienter in der Durchsetzung ihrer Interessen, letztlich der Interessen jedes Einzelnen. Und dafür ist es eben notwendig, dass man auch den Leuten hilft, denen es nicht so gut geht, weil die ansonsten zu einer politischen und gesellschaftlichen Gefahr wird. Kommen wir jetzt dazu, zu den Schäden des Patriotismus. Ne? Und die erste Regierung versucht das ja so ein bisschen vorwegzunehmen, indem sie sagt, naja, so Nationalismus wollen wir auf keinen Fall und Patriotismus kann man schon übersteigern, aber wir wollen natürlich keinen übersteigerten Patriotismus. Ich werde Ihnen sagen, warum es sehr wahrscheinlich ist, dass Patriotismus übersteigert und warum wir deswegen so ein bisschen schon den Anfängen wehren sollten. Patriotismus ist erstmal das Gefühl, dass Deutschland irgendwie gut ist, so wie es ist, dass es besser ist als andere Nationen auch und dass man auf Deutschland stolz sein kann. Und jetzt gibt es da ein relativ fundamentales biologisches Problem. Unsere Gehirne sind evolutionsbiologisch, sagt gleich warum, so ausgelegt, dass sie zu Essentialisierung und Übergeneralisierung neigen. Das heißt, unsere Gehirne neigen dazu, Leute, Dinge in Gruppen einzuteilen und diesen Gruppen dann praktisch zu viel Gewicht zuzuweisen. Das steckt hinter solchen Dingen wie Rassismus beispielsweise, wo man sagt, es gibt irgendwie ein Gruppenmerkmal, das bestimmte Menschen voneinander unterscheidet und dann neigen unsere Gehirne dazu, wenn man da nicht aktiv dagegen arbeitet, dieses Gruppenmerkmal praktisch zu verabsolutieren. Und dann zu sagen, aus ein paar schlechten Erfahrungen, die ich vielleicht mit Menschen anderer Hautfarbe beispielsweise gemacht habe, schließe ich, dass diese Gruppe irgendwie schlechter ist als meine Gruppe. Das ist evolutionär eine Errungenschaft sozusagen, auch wenn wir das heutzutage gerne nicht hätten. Warum? Weil diese grobe Unterscheidung von Freund und Feind
in der Situation, in der unsere Gehirne sich entwickelt haben, eine sehr gute Eigenschaft ist. Man muss schnell erkennen, zu welcher Gruppe gehört der, der sich mir nähert, und da muss man schnell reagieren. Da kommt es aber nicht darauf an, dass man irgendwie 100% der Fälle recht hat, sondern es kommt darauf an, dass man diese schnelle Reaktion hat und dass die meistens ungefähr richtig ist. Dazu kommt, dass das Gehirn ein wahnsinnig energieintensives Organ ist. Das heißt, das Gehirn braucht von den Organen des Körpers mit am meisten Energie und ist damit praktisch der limitierende Faktor in der Evolution. Das heißt, es wäre natürlich günstiger, wenn man genauer unterscheiden könnte zwischen Freund und Feind, aber das ist einfach so energieintensiv, dass sich evolutionär das nicht so herausgebildet hat. Und aus dieser evolutionären Vergangenheit, aus diesem evolutionären Erbe, das wir haben, folgt jetzt, dass Patriotismus und ähnliche gefühlige Dinge große Schwierigkeiten bergen. Da ist einerseits die Immunisierung gegen Kritik. Wenn man einmal annimmt, dass etwas gut ist und dass man auf etwas stolz sein kann, beispielsweise Deutschland, dann neigen wir dazu, daran festzuhalten und uns gegen Kritik zu immunisieren. Wir sind zumindest weniger dazu in der Lage, anzunehmen, dass das vielleicht schlecht sein könnte. Das nennt man dann kognitive Dissonanz, wenn man praktisch damit konfrontiert wird, dass ein Bild, das man hat, nicht akkurat ist. Das ist sehr, sehr schwierig. Und die allermeisten Menschen, alle Menschen bis zu einem gewissen Grad, aber viele Menschen zu einem sehr hohen Grad, haben Schwierigkeiten, solche Konzeptionen oder Misskonzeptionen anzunehmen. Das führt dazu, dass man beispielsweise Patriot ist und dann sagt, naja, also ein Heimatministerium ist eine großartige Sache, obwohl im Status quo niemand weiß, was das Heimatministerium eigentlich irgendwie substanziell erreichen soll, sondern es ist mehr so, wir brauchen halt mehr Heimat. Diese Essentialisierung, über die ich gesprochen habe, führt auch zu einem In-Group-Out-Group-Denken und hier widersprechen wir ganz klar diesen Integrationssachen, die erste Regierung gesagt hat. Das führt immer dazu, dass man Nichtdeutsche als Outgroup, als andere wahrnimmt und dass es da immer Barrieren zu deren Integration gibt. Die kann man überwinden, natürlich, aber es kostet Zeit und es kostet Geld. Deswegen glauben wir, dass weniger Patriotismus letztlich zu einer rationaleren und zu einer weniger gefühligen Gesellschaft führt. Und das ist das, wofür wir heute auf Opposition stehen. Zwei kurze Sachen zu beiden Vorrednern. Der Sozialstaat ist nicht sozial und hilft nicht Deutschen, sondern er hilft Menschen. Und er hilft ihnen nicht, weil sie Deutsche sind, sondern weil sie bedürftig sind. Und die Heuristik, Freund und Feind unterscheiden zu können, ist keine, die wir in unserem täglichen Leben jetzt noch diese Relevanz hat und der wir diese Relevanz zuschreiben sollten, die der Opposition ihnen hier gibt. Denn wir sind inzwischen raus aus diesem steinzeitlichen Denken, dass wir schnell entscheiden müssen, steht ein Freund vor uns, steht ein Feind vor uns. Wir sind inzwischen an einem Punkt, in dem wir uns mal überlegen können, wer ist die Person, der wir gegenüberstehen und wie sollen wir uns zu dieser Person verhalten. Und dann ist es essentiell wichtig zu wissen, wer man selbst ist. Denn nur wenn man weiß, wo die eigene Identität liegt, kann man sie auch vernünftig vertreten. Weiß man, wer man ist, kann man für die eigenen Werte, für die eigenen Aspekte, die einen prägen, die einen bestimmen,
Sich einsetzen, kann man Verantwortung übernehmen für das, was man als Einzelner tut, was man als Teil einer Gesellschaft tut und was man beitragen kann. Und deswegen ist es so wichtig, auch dieses Konzept von Nationalstaat noch zu haben und es auch ein bisschen zu fühlen. Denn das zu fühlen gibt einer Person mehr Anreiz, sich dafür einzusetzen. Und das hat Johannes schon ganz gut ausgeführt, dass man nur, wenn man weiß, dass man Teil einer Nation ist, dass man die positiven Aspekte kennt und schätzt, aber auch die negativen, von denen nicht die Augen verschließt, sondern sich auch mit denen auseinandersetzt, dann sich aktiv dafür einsetzen kann. Und wie Johannes gesagt hat, wir sind gerade so eine Nation, die nicht genau weiß, wo sie hin ist, die nicht genau weiß, wo ist der Platz zwischen den Ländern, wo ist Deutschland, wo befinden wir uns gerade und wie steht der einzelne Deutsche zu Deutschland. Das ist so ein ambivalentes Verhältnis. Also erstmal waren wir sehr ablehnend gegenüber allem, was übersteigert Deutschland und hier natürlich. Wir haben ja gelernt. Wir haben ja mal gesehen, wo es hingehen könnte und was es in seiner maximalen schrecklichen Ausprägung bedeuten könnte. Und deswegen sehen wir diese Gefahr auch nicht. Deswegen sind gerade wir Deutschen in der Lage, da diesen Weg aktiv nicht zu beschreiten. Wir haben gelernt, was passieren könnte und wir wissen, wo die Übersteigerung anfängt. Wir wissen gerade noch, was gesund ist. Wir wissen zum Beispiel, dass Europa ein wunderbares Konzept ist, aber dass wir auch unseren Nationalstaat in Europa, in diesen Staaten verbunden, noch aufrechterhalten möchten. Wir wissen, dass wir keine Nation sind, die besser oder schlechter als andere sind, genauso wie eine Landschaft nicht besser oder schlechter als eine sein kann. Sie sind ja nicht objektiv besser oder schlechter. Sie gefallen mir oder sie gefallen mir nicht. Ob jetzt eine Leistung eines Sportvereins besser oder schlechter ist, ich glaube, das kann man schon irgendwie einordnen, aber trotzdem ist ja allein das Erleben ein positives Gefühl. Und wenn wir jetzt uns nicht als eine Nation sehen, die über oder unter anderen Nationen steht, denn das wollen wir ja gerade nicht. Wir wollen nur wissen, wer wir sind und wohin wir gehen wollen. Und das ist nicht so ganz klar. Wir sehen an der Zersplitterung der Parteienlandschaft zum Beispiel, dass man nicht genauso weiß, wo sollen wir politisch hin oder wie schaffen wir es, diese ganzen verschiedenen Meinungen irgendwie zu integrieren. Und da kann Patriotismus, gerade den Deutschen, ein bisschen helfen. Ja, bitte. Heißt nicht alles, was du gerade gesagt hast, im Wesentlichen, die Deutschen sind im Status quo halt nicht sehr patriotisch und es hat bisher auch schon ganz gut funktioniert? Ja, aber es kann auch besser funktionieren. Und gerade jetzt sind wir an einem Punkt, wo wir mal überlegen müssen, wo wollen wir hin? Oder wollen wir überhaupt dieses Konzept Nationalstaat noch beibehalten? Denn wenn wir es beibehalten wollen, dann müssen wir auch den Menschen, die darin leben, einen Anreiz geben, sich dafür einzusetzen, einen Anreiz, sich auf der zugehörig zu fühlen und sich dafür stark zu machen. Denn sonst ist es viel schneller, dass der Einzelne nicht mehr genau weiß, wo gehöre ich jetzt hin. Zu welcher Gruppe kann ich mich also zugehörig fühlen und zu welcher nicht. Und wenn ich nur nach meinem einzelnen Wohl strebe, ja, dann tue ich auch nur das. Und dann fehlt dieses Verantwortungsbewusstsein, was vielleicht politische Veränderungen bringen kann, was überhaupt politisches Integrationsvermögen heißt. Was wir Deutschen können, ist einen Patriotismus voranzubringen, der nicht übersteigert ist, weil wir eben genau wissen, wo es schon mal geendet hat. Wir können einen Patriotismus voranbringen, der verfassungstreu ist, der die Verfassung als gut anerkennt und der nicht ausgrenzend nach außen lebt, sondern nur integrativ nach innen. Aber auch diese Ausgrenzung nach außen ist ja nur etwas, wie das eigene den eigenen Raum absteckt. Und es ist ja erstmal keine, die nach außen hin abgewertet wird. Genauso ist es, warum brauchen wir mehr, habe ich schon gesagt, wir können damit umgehen. Wir brauchen auch nicht mehr diese veraltete Feind-Freund-Unterscheidung. Wir brauchen auch als Einzelner kann man dann Erfolge des
Staates sehr viel positiver erleben. Und auch wenn dann politische Prozesse sich ändern, kann man ja immer noch das akzeptieren als politische Prozesse, die sich für die Deutschen ändern. Und wenn ich diese positive Konnotation mit einem Staat habe, dann fällt es mir auch leichter, vielleicht politische Veränderungen zu akzeptieren, die ja für den Einzelnen so ein bisschen vielleicht schwierig zu verarbeiten sind. Warum sollte ich denn jetzt teilweise Teil meiner eigenen Freiheit aufgeben, um eben für den Nationalen, für den Staat irgendwas anderes preiszugeben? Und wenn ich jetzt mehr positive Konnotationen mit dem Staat an und für sich habe, dann fällt es mir vielleicht einfacher, das zu akzeptieren. Oder auch mal kurz über diese Heuristik hinwegzusehen und mir nicht darauf zu berufen, ja, was, wo stehe ich gerade, wo steht der Staat und wie ist mein Verhältnis damit? Und wenn das positiv ist, kann ich das einfacher akzeptieren. Und wenn das positiv besetzt ist, dann kann ich auch schneller damit umgehen und mir überlegen, ja, was tue ich jetzt? Was sind die Vorteile für mich? Oder wo ist es vielleicht auch mal so, dass ich als Einzelner zurückstecken muss, weil es gut für den Staat ist? Danke. Meine Damen und Herren, je nachdem es mir die Zeit erlaubt, möchte ich über die Führungsrolle der EU reden, über die Solidarität und die Kritikkultur in Deutschland. Zur EU. In einer entwickelten, weiter globalisierten Welt, globalisierter denn je, ist es essentiell, dass wir uns mit größeren Gruppen zusammenfinden. Der Wettbewerb wird immer härter. Sei das Wirtschaft, sei das Politik, sei das politisch oder sei das kulturell. China und Indien sind echte Alternativen zur westlichen Welt. Und das sehen wir in den letzten Jahren auch, dass die USA nun mal nicht der große verlässliche schützende Bruder ist. Die EU wird also wichtiger, immer mehr wichtiger. Und sie funktioniert nur als Block mit einem tatsächlichen Schulterschluss. Wir müssen da ebenso ein verlässlicher Partner sein wie der Rest der Staaten. Und nun ist es nur einmal so, dass sich Deutschland neben Frankreich in einer sehr zentralen Rolle befindet. Und das wird zum Teil von Ressentiments in anderen EU-Ländern mit Skepsis gesehen. Man sollte meinen, historisch zu Recht. Warum wird denn Deutschland überhaupt in dieser Führungsrolle in unserer Geschichte akzeptiert? Und es ist sicher auch Wirtschaftsmotor, es ist sicher auch, dass wir mit einer guten Politik fahren, aber es ist eben auch die Bewältigung und die Auseinandersetzung unserer Vergangenheit und da gehört unsere Kultur von Kritik an uns selber essentiell dazu. Wenn wir jetzt dafür wären oder dafür sind, dass wir das neue Aufkommen von patriotischen Gedanken in Deutschland begrüßen, ist das direkt ein vor den Kopf stoßen der restlichen europäischen Bürger. Es ist nun mal so ein Glück, dass Politiker immer noch lose vom Volkswillen abhängen. Das heißt, wenn andere europäische Bürger das mit noch mehr Skepsis sehen, wird das sich direkt auf die Politik auswirken. Und gerade in kritischen Phasen muss ein Land, welches als Anker fungiert, ganz besonders selbstkritisch sein und weniger Angriffsfläche bieten. Das funktioniert zurzeit ganz gut. Und so schaffen wir es, auf dem Weg zu mehr Solidarität zu sein, was mein zweiter Punkt ist. Nach Rorty ist moralischer Fortschritt das Ausweiten von Mitgefühl auf größere Bevölkerungsgruppen, auf weitere, auf neue Menschen. Frei nach erstes Fressen dann die Moral, wie wir es in den letzten Jahrhunderten mit Brecht wurden, immer reicher und auch moralischer. Wir haben das gesehen mit der Ausweitung von Rechten für die schwarze Bevölkerung, für Frauen, für Homosexuelle. Und jetzt sind wir eben an einem nächsten Schritt. Unsere deutschen Bräuche sind voll denn je. Das heißt, weitere Solidarisierung ist auf jeden Fall möglich und wünschenswert. Auf politischer Ebene wollen wir uns also zunächst mit Europa auf eine Stufe stellen und uns die moralisch mit zu uns selber dazuholen. Und da haben wir das Problem mit der Regierung, die hier von der Definition einer In-Group redet und sagt, es ist gar nicht problematisch, wenn wir uns als In-Group sehen, als Deutschland, und uns besonders gut darstellen, aus Wagen führen. Da vergisst sie nämlich, dass wenn ich eine In-Group definiere, automatisch es eine Out-Group gibt, die meine Dichotomen gegeneinander abwägt. Und wenn ich eins aufwerte, wähle ich das andere automatisch ab. Das heißt, das ist einfach klein zu reden, das funktioniert nicht.
Und diese Solidarität ist nicht nur ein moralisches Gebot, sondern sie kommt auch uns selber zugute, auf einem egoistischen Standpunkt. Deutschland ist nun mal ein Migrationsland und über Fachkräftemangel und demografischer Wandel sind wir essentiell von Einwanderung abhängig. Die Definition einer EU macht es nun schwerer für Leute, die neu dazukommen, sich zu integrieren. Und die wohlig warme Zufriedenheit mit der EU sorgt des Weiteren dafür, dass man nicht erkennt, wenn man Dinge ändern muss. Das ist einer der weiteren riesigen Vorteile, die die Kultur von Kritik, die wir in Deutschland haben, mit sich bringt. Denn nicht nur ist das ein sehr gutes Signal an alle anderen Länder, dass wir selber uns am besten auf die Finger gucken, sondern es ist auch eine Möglichkeit, sich zu verbessern und sich selber besser zu hinterfragen in allen anderen Situationen. Und Deutschland ist dann einer sehr angenehmen Situation in allen letzten Jahren, dass Kritik nun mal erwünscht ist. Die Öffentlichkeit. Ist die richtige Antwort auf die Feststellung, dass wir Deutsche möglicherweise in irgendeiner Form nicht gut sind, nicht eher, wir müssen, weil wir Deutsche sind, besser sein und nicht, es ist nicht gut, Deutsch zu sein? Nein. Wenn ich erkenne, dass ich nicht einfach nur gut bin, weil ich Deutscher bin, weil ich Deutsch bin und der ändert die Argumentationskette, haben wir ein sehr hohes Problem. Wenn wir erkennen, dass wir uns in einer privilegierten Lage finden, dass wir wirtschaftlich sehr stark sind, dass wir durchaus viele Sachen gut machen und wir deswegen in dieser Rolle befinden, wo wir höhere moralische Standards an uns selber setzen, ist das ein sehr zulässiger Schluss. Aber zurück zur Kritikkultur, dass Kritik in Deutschland erwünscht ist. Vergleichen wir das doch mal mit den USA. Wenn ein Republikaner sagt, Amerika ist nicht unglaublich der beste Staat der Welt, dann wird er sofort nicht gewählt. Wenn er sagt, wir sind vielleicht mit Platz 30 in Bildung oder vielleicht mit Platz 14 in Kindersterblichkeit oder sonst was, dann wird er von der Bühne runtergebuht. Das heißt, er kann gar nicht auf tatsächliche Umstände aufmerksam machen, ohne alles vorher unglaublich in Watte zu haben. Und dieser Patriotismus ist nun mal ein unbegründeter Stolz auf einen Staat, in dem ich durch die Geburtenlotterie einfach reingeboren wurde, für den ich selbst nicht vorher aufzubauen. Und das macht taub für Kritik, die Janis in seiner Rede sehr gut gezeigt hat. Wenn ich mir selber erstmal eingestehen muss, dass das, was ich im tiefsten glaube, seit Jahren falsch ist, dass mein Staat nicht der Beste ist, dass mein Land vielleicht nicht einfach komplett überlegen ist, dann zerreißt es mir das Herz aus der Brust. Und das Gehirn macht alles, was es kann, um das zu verhindern. Dieser Mechanismus der kognitiven Dissonanz, den wir Janis gesehen haben, ist sowohl belegt als auch unglaublich relevant, gerade hier. Das lässt das Gehirn nicht zu. Ich blocke ab. Und was passiert ist, dass ich gar nicht erst zuhöre. Das führt zu einer trägeren Bevölkerung, die Probleme nicht erkennt, nicht ernst nimmt und jetzt gar nicht darüber reden will, weil sie nicht wirklich zuhört. Und der offene Dialog ist aber essentiell für eine argumentative Auseinandersetzung. Das heißt, diese Kritikkultur spiegelt sich sofort auf den Umgang mit anderen Politikern in meinem Land ab. Und ohne offenen Dialog haben wir so ein Virtual Signaling, dass Politiker auf die Bühne gehen, nur kurz von ihren Werten erzählen, zum Beispiel sagen, der Islam gehört zu Deutschland oder eben nicht, aber das komplett argumentativ unterfüttert lassen und dann sagen die einen das und die anderen das und wir haben keine Argumente. Wir haben keinen Einblick auf die anderen Punkte und am Ende stehen alle da und fühlen sich, warum erkennen die anderen nicht, dass sie so falsch liegen? Das Problem ist, dass überhaupt über Punkte gar nicht geredet wurde, sondern nur Werte angesprochen wurden, da diese Punkte unter den Tisch fallen. Also dieses warme Gefühl von Patriotismus führt zu einem, es ist schon gut so, wie es ist. Es führt dazu, dass wir uns nicht mit uns selber auseinandersetzen. Und es schreckt andere EU-Staaten ab, uns weiter als Führungsrolle zu akzeptieren, die wir durch wirtschaftliche und politische Strukturen sehr gut ausfüllen können. Deswegen heute mit der Opposition hier. Das erste Argument, das bringt, ist, dass Patriotismus die beste Methode ist, nationale soziale Kohäsion zu erzeugen. Das zweite Argument wird sein, dass es eine große Gruppe an Identitätssuchenden in Deutschland gibt, für die der Patriotismus eine exzellente Möglichkeit ist, die momentan fehlgeleitet. Drittens, wir glauben, dass es wahrscheinlicher wird, dass westliche Werte in Krisenländern verteidigt werden. Viele Dinge, von denen die Opposition gesprochen hat, werde ich in meinen positiven Punkten sein oder Sammlung wechseln, darauf eingehen.
Ganz kurz, bevor ich zu den Punkten komme, werde ich einmal kurz eine Charakterisierung davon geben, wie wir denken, dass dieser Patriotismus in Deutschland aussehen wird. Wir denken erstens, Patriotismus wird wahrscheinlich auf einen großen gemeinsamen Nenner beruhen, weil damit möglichst viel Einbindung von vielen Leuten in unserer Gesellschaft und von vielen Individuen möglich ist, die sagen, ich möchte Teil dieser großen Gruppe sein. Wir denken also, es ist sehr unwahrscheinlich, dass es irgendwie unsere germanischen Wurzeln oder sowas sind, weil es eine viel zu kleine Gruppe ist, die sich damit identifizieren kann. Zweitens, es sind wahrscheinlich positiv konnotierte Merkmale in Abgrenzung zu negativ. Die Organisation ist zum Teil schön. Also sowas wie zum Beispiel Weltoffenheit, Traditionen, die wir in Deutschland haben und schätzen. Auch sowas wie, dass wir eine Fußballmannschaft haben oder so, die ab und zu mal Dinge gewinnt. Und westliche Werte, die wir in den meisten Fällen sehr positiv empfinden. Weil die meisten Leute eben ihre Identität viel lieber an positive als an negative Werte knüpfen. Auch Jannis Idee von, es ist eine rein grundlose Liebe zum Land, denken wir, ist vollkommen okay, weil es in den meisten Fällen wahrscheinlich ein positiv konnotierter Wert ist. Grundsätzlich denken wir, die Leute haben danach, wenn sie patriotistischer sind, das Gefühl, stolzer darauf zu sein, in Deutschland leben zu können und es hat aktiv einen höheren Stellenwert in der Gesellschaft. Kommen wir zu den konstruktiven Punkten. Das erste, was wir erklären möchten, ist, warum es die beste Methode ist, um nationale soziale Kohäsion zu erzeugen und wieso wichtig in der Zukunft. Erster Grund dafür ist, es gibt vergleichsweise einfache Möglichkeit, mich in dieses System zu integrieren, also mich einzubinden, indem ich einfach sage, ich möchte mitmachen in den meisten Fällen, indem ich dann quasi sage, ich identifiziere mich jetzt als Deutsch. Wichtig hierbei ist, dass es viel einfacher ist, als viele andere Dinge, über die wir uns momentan definieren. So was wie Geschlecht oder Religion oder auch Beruf, ist es für viele Leute extrem unzugänglich. Eine Geschlechtsumwandlung ist viel schwieriger, als zu sagen, ich fühle mich jetzt als Deutsch. Auch die Religion zu wechseln, ist für die meisten Leute ein viel größerer Schritt. Auch der Beruf ist für viele Leute in unteren Schichten zum Beispiel nicht vollständig auswählbar. Wobei ich einfach sagen kann, ich fühle mich jetzt als Deutscher, deswegen ist viel einfacher. Zweiter Grund dafür ist, es gibt eine kaum relevante Aufgabe. Also wir denken, dass es viel weniger durch Abgrenzung zu anderen Ländern, dass das Deutschsein sich viel weniger zur Abgrenzung durch Abgrenzung zu anderen Ländern definiert würde, als zum Beispiel Religion oder Geschlecht das tun, weil die viel klarer kategorisiert sind und weil der Begriff vom Deutschsein wahrscheinlich etwas vager ist, als irgendwie die Konzeption, die Menschen sonst von Religion und Geschlecht haben. Und vor allem, weil viele Dinge wie zum Beispiel Religion ja explizit sagen, die anderen Gruppen sind häufig weniger wert oder nicht so gut. Das heißt, wir denken, es ist weniger wahrscheinlich, dass die auch gut relevant sind. Drittens, es ist ein viel einfacheres Sammelbecken später für andere Kulturen, weil sie eben leichter in diese Kultur sich einbinden können. Viele Leute, die zum Beispiel nach Deutschland kommen oder auch in anderen Ländern, die sehr viel Immigration haben, haben Unsicherheit mit der eigenen Kultur, weil sie vielleicht vertrieben wurden aus ihren Ländern, weil dort Kriege sind, weil sie sich selbst nicht richtig einig sind. Diese Leute haben jetzt die Möglichkeit, in Deutschland zu sagen, ich empfinde mich als Deutscher und damit viel wahrscheinlicher quasi einfach Teil einer neuen Kultur zu sein, als aus ihrer Verzweiflung heraus neue Subkulturen zu bilden, sich von anderen Kulturen in Deutschland zu isolieren. Das heißt, wir denken, es ist eine sehr einfache Methode für diese Leute, Teil einer neuen Kultur zu werden, die wir als positiv finden können. Als Beispiele, wie wir uns das Ganze vorstellen, sowas wie die USA noch vor vielen Jahren, diese Melting Pot-Idee, wo die Leute sehr einfach sagen, ich bin Teil des amerikanischen Traums und identifiziere mich darüber. Auch China, denken wir, ist nur deswegen so erfolgreich darin, ihr Land überhaupt stabil zu halten, weil sie diese Idee des einen großen China haben und damit eben in der Lage sind, diese vielen Menschen und über 100 verschiedene ethnische Minderheiten in eine Gruppe oder unter eine Identität zusammenzufassen, indem sie sagen, unser Land, China, steht über allem anderen. Warum ist das wichtig? Wir haben einen relativ schwierigen Integrationsprozess vor uns. Deutschland ist relativ attraktiv für viele Flüchtlinge, ist relativ attraktiv auch für viele Immigranten später, die nach Deutschland wollen. Wir haben schon mal gesehen, dass das Ganze passiert ist. Noch in den 60er Jahren gab es einen Immigrationsprozess, in dem wir überhaupt keine deutsche Identität hatten. Was wir gesehen haben, ist, dass diese Leute Subkulturen in Isolierung gebildet haben, dass diese Leute heute und auch damals schon wenig politisches Kapital hatten, häufig die deutsche Sprache entsprechend, Integrationsprozess viel, viel schwieriger ist und das strukturelle Probleme viel schwieriger macht, wie wir zum Beispiel in den Banlieues sehen, in Frankreich, also in Paris, weil diese Leute, oder diese Probleme zu lösen, weil diese Leute eben kaum gut politisches Kapital mit sich bringen, wenn sie integrieren. Das heißt, es wird sehr, sehr viel schwieriger in Zukunft, auch mit Flüchtlingen und so weiter. Okay, deswegen ist es positiv und effizienter als andere Möglichkeiten, nationale soziale Kultur zu erzeugen. Zweiter Grund, große Gruppen.
sogar an Identität zu finden in Deutschland. Wie wir gesehen haben in den letzten Jahren, ist die Globalisierung und die Automatisierung immer weiter fortgeschritten und wir sehen, dass viele Leute ihre Arbeitsplätze verdienen. Explizit in Deutschland haben viele Leute aber ihren Stellenwert oder ihre Identität, also den Stellenwert in einer Gesellschaft oder ihre Identität sehr stark an das irgendwie Teil einer größeren Gesellschaft, die etwas leistet zu sein und sind deswegen extrem verzweifelt darüber, dass sie nicht mehr in der Lage sind zu arbeiten, weil ihre Jobs durch die Globalisierung oder durch die Automatisierung weggefallen sind. Und diese Leute sind verloren und hoffnungslos und suchen in dieser Verzweiflung nach einem Ausweg. Häufig gibt es jetzt politische Parteien oder bestimmte Gruppen, die in eine soziale Gruppe. Zum Beispiel sagt die AfD dann beispielsweise, geht doch mit uns in Dresden raus, marschieren, geht mit uns quasi, wir bieten euch eine soziale Gruppe, mit der ihr in irgendeiner Form identifizieren könnt. Wir denken aber nicht, dass die Präferenz dieser Leute ist, in Dresden Ausländer zu hassen, sondern eigentlich nur in Identität zu suchen. Wir denken, wenn wir ihnen die Möglichkeit bieten, Deutscher zu sein, anstatt sich irgendwie durch andere Mechanismen abgrenzen zu müssen, dann denken wir, dass es eigentlich ihre Präferenz viel besser entspricht und sie nicht mehr für Parteien wählen, die nicht ihre Präferenzen umsetzen, sondern Ausländer hassen. Dritter Punkt, es wird wahrscheinlicher, dass westliche Werte in anderen Ländern verteidigt werden. Wir denken, wenn wir mehr Nationalgefühl haben, bedeutet das auch, dass die Menschen mental einen höheren Stellenwert von den Werten, die wir in unserem Land für richtig halten, haben. Das heißt, wir denken, es wird wahrscheinlicher, dass Deutschland die Probleme von anderen Ländern ernst nimmt und diese Werte dann versucht, mit diesen Ländern zu teilen. Wir denken, es wird wahrscheinlicher, dass Entwicklungshilfe in Bezug auf Menschenrechte zum Beispiel umgesetzt wird oder dass wir auch Interventionen in Syrien wahrscheinlicher machen, die dringend notwendig sind, weil die Leute dort einfach sterben. Wenn ich meine Rede in einem Satz zusammenfassen müsste, dann wäre das: Deutschland darf nicht Österreich werden. Ich werde erstens erklären, warum Patriotismus so problematisch ist, was die Alternative ist, wie sich das auf Deutschland auswirken wird und warum diese Veränderung katastrophal für die EU haben, die wir in dieser Form, wie sie jetzt noch besteht, erhalten können. Erstens, warum ist Patriotismus in dieser Form so problematisch? Der erste Punkt ist, weil diese Werte oder diese Errungenschaften nicht als universal wichtig angesehen werden, sondern einer bestimmten Nation zugeschrieben werden. Es wäre ja nicht Patriotismus, wenn ich auf einen Wert stolz wäre, den alle Nationen miteinander teilen. Das heißt, ich bin auf etwas stolz, von dem ich ausgehe, dass nur wir es haben, dass nur wir so super toll sind. Das heißt, dieser Patriotismus hat etwas inhärent Exklusives. Wenn wir dieses Beispiel nehmen, das wir von der eröffneten Regierung gehört haben, über den deutschen Rudelsport, dann ist es einfach nicht klar, warum Menschen nicht auch einfach auf den Rudelsport stolz sein können. Es gibt bei diesem Patriotismus das Problem, dass manche Menschen nie diese Zugehörigkeit erreichen können, die uns die schließende Regierung verkaufen möchte. Ich kann zum Beispiel ohne eine Staatsbürgerschaft nie Nationalteamspieler werden. Das heißt, ich kann nie diesen Beitrag, diese Errungenschaft zur deutschen Gesellschaft beitragen. Ich kann nie als der Nationalheld der deutschen Fußballmannschaft gesehen werden. Das heißt, es ist etwas inhärent Exklusives. Zweitens ist es etwas, wo Menschen auf etwas stolz sind, zu dem sie selbst nichts beigetragen haben. Wenn wir uns ehrlich sind, dann gibt es ganz, ganz wenige Deutsche, die wirklich berühmte deutsche Kunstwerke erzeugt haben. Wenn wir uns das deutsche Nationalteam anschauen, dann sind das 11 Personen von ca. 80 Millionen Menschen. Und trotzdem sind alle Deutschen darauf stolz, dass sie das super tolle Nationalteam haben. Das heißt, sie sind auf etwas stolz, wofür sie selbst nichts geleistet haben. Sie können also auf diese reine Zugehörigkeit stolz sein, womit das Bild vermittelt wird, wir verdienen aus Natur mehr, weil wir gehören zu diesem Volk. Und das führt zu extremen politischen Problemen. Die Alternative dazu wäre, dass man auf bestimmte Dinge unabhängig von diesem nationalen Begriff stolz ist. Zum Beispiel auf bestimmte Werte wie Humanismus, die auf der ganzen Welt gelten sollen. Wir glauben auch, dass es dann eher zu diesen internationalen Einschreitungen kommen wird, die die schließende Regierung sich wünscht.
Weil wenn ich glaube, dass dieser Wert nicht nur ein deutscher Wert ist, sondern es wert ist, auf der ganzen Welt vertreten zu sein und so wichtig ist, dass ihn bereits viele andere Nationen anerkannt haben, dann bin ich eher gewillt, das zu verteilen. Dazu. Danke. Warum wird das also schlechte Auswirkungen für Deutschland haben? Das ist der Punkt, wo ich sage, Deutschland darf nicht Österreich werden. Die öffentliche Regierung erkennt die Gefahren von Nationalismus an. Und ich sage, wer wird den anbringen? Drei Punkte, warum Deutschland sich weiter nach rechts bewegt. Erstens, man hat diese Einstellung, dass man zum besten Volk gehört, ohne tatsächlich einen Beitrag geleistet zu haben. Das heißt, man geht davon aus, uns steht mehr zu, weil wir verdienen es. Ja? Wenn man aber begrenzte Ressourcen hat, kommt es zu dem Schluss, dass andere weniger verdienen. Das ist zum Beispiel ähnlich wie in Österreich jetzt, wo Leute sagen, wir, die Österreicherinnen, haben die Gesellschaft aufgebaut, weshalb steht uns Sozialleistungen zu, die Flüchtlinge zum Beispiel nicht zustehen. Das ist aber vollkommener Schwachsinn, weil die Generation, die Österreich wirklich nach dem Zweiten Weltkrieg aufgebaut hat, ist zum großen Teil ausgestorben. Mit dieser Idee, dass wir aber etwas dazu beigetragen haben, dass es unsere Errungenschaft ist, ist es etwas, das Syrerinnen und Afghaninnen nicht zusteht. Das heißt, es rechtfertigt, dass wir unsere Ressourcen nur für uns aufwenden. Wir glauben, das ist katastrophal. Zweitens, Parteien wie die AfD werden dadurch bestätigt. Das sieht man ähnlich wie die FPÖ in Österreich, die sagt, sobald sich mehr Leute zum Patriotismus bekennen, ganz egal, ob er jetzt so eh ganz liberal ist oder auch nicht, der Grund, warum sich Leute zum Patriotismus bekennen, wird die AfD sagen, jetzt weil sie diese Probleme des Identitätsverlusts anerkennen, weil es dieses Problem tatsächlich gibt. Das heißt, sie können sich dann als die Partei profilieren, die immer schon gesagt hat, wir müssen unsere Identität schützen und nun hat auch das Volk das verstanden. Nun verstehen das endlich auch andere Parteien. Wir hatten immer schon recht und wir waren immer schon die Vorreiter in die richtige Richtung. Das heißt, diese Parteien bekommen noch mehr Unterstützung und können sich noch mehr profilieren. Das hat dann auch Auswirkungen auf die CDU. Weil wenn die Wählerinnen in diese Richtung verschwinden, dann will man sie natürlich wieder zurückholen. Dann will man diese Wählerschaft natürlich wieder abtragen. Und Merkel ist schon in Kritik geraten durch eine noch relativ liberale Flüchtlingspolitik im europäischen Vergleich. Sobald also die CDU sich noch weiter nach rechts bewegen möchte, heißt das, dass es personelle Veränderungen geben wird und dass Merkel vielleicht auch ersetzt wird durch jemanden, der noch weiter rechts ist und noch weniger liberal. Warum ist es also so problematisch für die Europäische Union? Das ist etwas, was die eröffnende Opposition schon versucht hat anzusprechen. Sie haben aber noch nicht gezeigt, warum Deutschland politischer mehr rechts wird. Das ist etwas, was wir bringen. Sie haben auch noch nicht gezeigt, wie sich dadurch die EU verändert und warum das so problematisch ist. Warum ist es also so schlimm für die EU? Wir sehen jetzt schon einen Rechtsruck. Wir haben Brexit, wir haben Orban in Ungarn, wir haben die Slowakei, wir haben Marine Le Pen, wir haben Geert Wilders und natürlich dazu jetzt auch noch Österreich. Deutschland ist in der EU extrem wichtig, gerade mit Merkel als quasi inoffizielle Präsidentin und Martin Schulz als ehemalige Vorsitzende der Europäischen Sozialdemokratie. Diese Veränderung in der EU wird es durch einen Symbolwert geben, wo Rechte sich eben bestätigt fühlen, als wir haben es immer schon erzählt. Es wird sich das Stimmenverhältnis im Europäischen Parlament verändern und es wird sich auch das Stimmenverhältnis und die Verhandlungsbasis im Ministerrat verändern, wenn Deutschland von einer rechteren Partei, von einer rechteren CDU geführt wird, die diesen Verhandlungen extrem wichtig sein wird, weil Deutschland in der EU einfach so eine Wirtschaftsmacht ist. Warum ist das einer der gravierendsten Punkte in dieser Debatte? Es wird dann weniger Gemeinschaft geben und noch mehr Nationalstaaten. Es wird dann noch mehr auch sehr korrupte Parteien in Europa geben, die sich dadurch beflügelt fühlen. Parteien wie die von Orban, die Menschenrechte nicht besonders hoch wertschätzen, die Demokratie nicht besonders hoch wertschätzen. Das heißt, ohne Deutschland in dieser führenden Vorreiterrolle, in einer Verteidigungsrolle mit einer starken im europäischen Vergleich zu Slowakei, Ungarn, Polen und so weiter, noch relativ liberalen Führung, glauben wir, dass sich Europa noch weiter nach rechts bewegen wird. Wir glauben, dass es grundsätzlich schlecht für ein liberales Europa ist. Und wenn wir die Debatte halten wollen, dann müssen wir heute auf Seiten der Opposition stimmen.
Einigkeit und Recht und Freiheit. Diese Worte sind uns wahrscheinlich alle bekannt. Und interessant ist ja vielleicht, was dieses allererste der drei Worte ist, das ganz am Anfang und auch vielleicht als wichtigstes Wort hier steht: Einigkeit. Wir in der schließenden Regierung sagen, ein Staat braucht notwendigerweise auch Einigkeit. Eine Gesellschaft braucht etwas, was sie zusammenhält, was sie zusammen nach vorne treibt und mit dem sie zusammen in die Zukunft blicken kann. Und wir glauben, Patriotismus ist die eine Möglichkeit, wie wir das besonders gut erreichen. Weil Patriotismus anders, als uns die Opposition hier immer verkaufen will, eben nicht ausgrenzt. Weil Patriotismus viel mehr einschließt. Deshalb glauben wir das. Und da hat euch Marius schon sehr schön gesagt. Er hat euch nämlich gesagt, was für eine Art von Patriotismus werden wir haben. Die schließende Opposition will euch sowas verkaufen wie: die AfD hat momentan eine bestimmte Definition von Patriotismus, die sich meistens irgendwie auf so relativ germanische Deutschtümelei und so ein bisschen offensichtliches oder verstecktes Rekurrieren auf Weisheit bezieht. Und wir glauben, der Grund, weshalb das momentan die meisten Deutschen nicht teilen, ist das nicht, weil das nicht die Mainstream-Idee von Patriotismus wäre. Weil das nichts ist, auf was die meisten Deutschen stolz sein würden. Das heißt, um was wir uns hier in der Debatte unterhalten, ist etwas, auf das sich auch alle Deutschen einigen können. Auf das wir auch alle stolz sein könnten. Was sind das für Möglichkeiten? Wir glauben, das sind breitere deutsche Werte. Das ist eben so etwas wie Humanismus. Das ist so etwas wie die Menschenrechte. Das ist so etwas wie die Klassiker, wie die Kunst oder vielleicht auch einfach nur Mario Götze. Und wir sagen, das sind Dinge, auf die sich viel mehr Menschen einigen können, als die 13%, die vielleicht die AfD wählen. Und deshalb wird Patriotismus nicht so rechts und nicht so regressiv aussehen, wie die Opposition das fürchtet. Wieso ist das jetzt so wichtig? Das ist deshalb wichtig, weil wir sagen, es ist einfacher, an Patriotismus teilzunehmen, als an anderen Gruppen. Was uns nämlich hier die eröffnende Opposition mit Jannis sehr schön erklärt, ist: Jannis erklärt uns ein bisschen, wie das Gehirn funktioniert. Das finden wir toll, weil Jannis gibt uns zwei wichtige Konklusionen. A. Menschen werden sich immer in Gruppen zusammenfinden. Und B. Menschen werden diese Gruppen relativ generalisiert betrachten und werden sich auch gegenüber anderen Gruppen ausgrenzen wollen. Das finden wir, ist eine legitime Definition. Fragen wir uns also, was passiert, wenn wir uns nicht über Patriotismus definieren? Weil die Opposition will euch so ein bisschen hinterrücks verkaufen, dass wir dann einfach alle nette demokratische Diskurse führen und dass wir dann einfach alle so rational und vernünftig sind. Aber das stimmt ja mit Jannis Argumenten gar nicht überein. Was er sagt, was er letztendlich sagt, ist, wenn wir immer Gruppen bilden, ist, wir werden andere Gruppen bilden. Und was für Gruppen werden das sein? Das werden Gruppen auf Basis von Geschlecht, Hautfarbe, Religion oder Kultur sein. Und gerade das finden wir aber viel schwieriger, weil Deutschland weder rein männlich, rein weiß noch rein christlich ist. Das heißt, die Reibungspunkte sind hier viel größer. Die sagen, wenn es immer zur Abgrenzung kommen muss, zwischen diesen verschiedenen Gruppen, dann glauben wir jetzt einfach mal der Opposition, es ist viel besser, wenn alle Deutschen untereinander sich nicht gegeneinander abgrenzen, sondern sagen, wir sind alle deutsch und darauf können wir uns einigen. Dann ist das, und sich meinetwegen so ein bisschen gegen die Franzosen abgrenzen. So, okay, das ist okay, weil im Alltag unterhalte ich mich einfach nicht so oft mit Franzosen, wie mit Menschen, die nicht christlich, weiß oder männlich sind. Und dann habe ich weniger Reibungspunkte und dann habe ich weniger Konflikt. Und gerade dadurch schaffen wir eine viel größere gesellschaftliche Einigkeit. Gerade dadurch schaffen wir es, eine multiethnische und multikulturelle deutsche Gesellschaft zu schaffen, weil sie nicht mehr auf das Christentum rekurriert, sondern weil sie sagt, wir können uns aus dem gesammelten Schatz an deutscher Geschichte und deutschen Errungenschaften alle Dinge aussuchen, auf die wir stolz sein können und können darüber positive emotionale Erfahrungen schaffen. So, wieso ist das wichtig? Das ist wichtig, weil es gesellschaftliche Kohäsion schafft, weil gesellschaftliche Kohäsion die Grundprämisse ist dafür, dass der Staat relevante Reformen durchsetzen kann. Wie sieht das zum Beispiel aus? Marius hat ja schon gesagt, wir hatten in den 60er Jahren unsere Arbeiterwelle von Gastarbeitern aus Südeuropa und der Türkei. Und das Problem ist, damals hatten wir keine deutsche Identität, an der die teilnehmen konnten. Damals gab es nicht die Möglichkeit zu sagen, ich bin auch auf Deutschland stolz, wenn wir das gar nicht so richtig hatten. Was haben die Leute gemacht? Die haben sich auf andere Dinge zurückbezogen, wie zum Beispiel, du hast eine andere Hautfarbe als ich oder du hast eine andere Religion als ich. Dann hatten wir mehr Ausgrenzung. Und dann haben wir Parallelgesellschaften gehabt. Dann hatten wir ganze Gruppen an Menschen, die nicht mehr an der deutschen Öffentlichkeit effektiv teilhaben konnten, die nicht an der deutschen Politik effektiv teilhaben konnten. Und der Rest der deutschen Politik wollte auch nicht mit ihnen interagieren. Diese Gruppen kriegen dann weniger Förderung, die kriegen weniger Bildung,
die wachsen in Schichten, die wachsen in Nachbarschaften auf, in Vierteln, in denen es weniger Finanzierung gibt, in denen sie letztendlich untergehen, in denen sie langsam in die Armut abdriften und die Gesellschaft auseinanderklafft. Und diese hässliche Wunde wollen wir nicht in Deutschland sehen. Janis. Wieso ist dieser super tolle, wertebasierte Patriotismus etwas, das noch nie natürlich entstanden ist? Wieso sind die patriotischsten Menschen normalerweise die, die am meisten gegen die Migration sind? Okay, also, wie gesagt, schauen wir uns das deutsche Beispiel an. Wir haben jetzt nach dem Zweiten Weltkrieg uns irgendwie dazu entschieden, dass wir Patriotismus super ungeil finden. Das heißt, die meisten Menschen, die so einen liberaleren, werteorientierten Patriotismus fahren könnten, haben sich alle geweigert, das nicht zu machen, aus einem Schuldverständnis. Die Einzigen, die jetzt noch übrig bleiben, um den Patriotismus für sich zu definieren, ist der rechte Rand. Und erst dadurch sieht das so scheiße aus. Marius hat euch gesagt, schaut euch Amerika in der Vergangenheit an. Schaut euch an die Ideen wir lassen alle Menschen am amerikanischen Traum teilhaben. Der New Deal unter Roosevelt hat große Sozialreformen, weil wir eine gemeinsame amerikanische Identität haben, weil es einfach war, da reinzukommen. Ich konnte als Immigrant, egal welche Sprache ich gesprochen habe, welche Hautfarbe ich hatte, welche Religion ich hatte, an Amerika teilnehmen. Und diese Teilhabe wollen wir auch in Deutschland. Schauen wir uns ein bisschen die schließende Opposition an. Was sagt die uns? Was die uns sagt, ist, dass wir, wenn wir auf Dinge stolz sind, die wir nicht getan haben, also für die wir nicht verantwortlich sind, sagen wir, das ist uns eigentlich ehrlich gesagt so ein bisschen egal. Also es ist uns nicht wichtig, dass wir die Dinge getan haben, um stolz darauf zu sein. Sie sagen, es ist super gut, dass alle stolz auf Deutschland sein können, weil dann alle gemeinsam an diesem Stolz teilhaben können. Auf der anderen Seite sagen sie uns, aber warte mal, die AfD uns jetzt die ganze Zeit erzählt, dass Patriotismus toll ist. Und wenn wir jetzt auch alle sagen, Patriotismus ist toll, dann sagt die AfD, wir hatten recht. Jetzt seid ihr alle auf unserer Seite und jetzt werden wir erstarrt. Und wir glauben, das passiert nicht. Weil die meisten Leute nicht den Patriotismus der AfD kaufen. Der Grund, wieso die AfD eben nicht 30% hat, ist, weil die meisten Leute diesen Patriotismus nicht mögen. Weil sie andere Werte toll finden, weil sie an Menschenrechte glauben. Und weil wir das auch in der schließenden Regierung tun wollen, weil wir ein gemeinsames Deutschland für alle Deutschen auf Basis von Einigkeit haben wollen. Bitte für die schließende Regierung. Meine Damen und Herren, liebes Publikum, verehrte Ehrenjury, ein wenig fernab der Realität bewegt sich die Regierung heute in dieser Debatte. Ich möchte anfügen, Böhmermann hat das sehr, sehr schön beschrieben, die aktuelle Situation in Deutschland, in seinem Deutschlandlied. Wir sind stolz, nicht stolz zu sein. Stolz auf Werte ist fantastisch. Die Identifikation mit universellen gemeinsamen Werten wie Humanismus, Freiheit, Gleichheit, ist sehr wünschenswert. Der Stolz auf ein konfuses Gruppenkonzept, das durch Grenzen, die in historischen Krisensituationen gezogen wurden, ist nicht nur nicht nachvollziehbar, sondern schädlich für das Individuum und die Gesellschaft. Als schließende Opposition stehen wir nicht nur entgegen der Motion und der Regierung, sondern für eine alternative Methode zur Zugehörigkeitsfindung, basierend auf universeller Werte, wo wir uns alle mit identifizieren können. Die Frage, was bedeutet es, deutsch zu sein? Wenn ich meine australischen Freunde zum Beispiel frage, dann kommen Antworten wie fleißig und pünktlich arbeiten, Lederhosen tragen und Bier trinken und schneller Autos fahren. In dem Moment, wo ich das nicht erfülle, bin ich weniger deutsch in ihren Augen. Das Problem ist, dass dieses Fremdbild ziemlich viel auf unserem eigenen Selbstbild basiert. Das Problem ist, wenn ich als weißer, junger Deutscher kein Bier trinke, weil mir das zu hart ist und mir das nicht schmeckt, dann bin ich irgendwie weniger deutsch in den Augen anderer Menschen.
Und das ist genau die Art von Ausgrenzung, auf die die Regierung keine Antworten gefunden hat, als meine Partnerin sie darauf hingewiesen hat. In der eröffnenden Hälfte haben wir viel über Solidarität und den Sozialstaat zum Beispiel gehört. Die eröffnende Regierung hat gesagt, der Sozialstaat hilft Menschen, nicht Deutschen. Ganz genau, richtig. Wir helfen Menschen, die sich mit unseren Werten identifizieren und nicht Leuten, die einfach nur einen deutschen Pass haben. Das machen wir aber auf Basis universeller Werte wie Humanismus und nicht auf was anderem. Nicht aus Patriotismus definitiv. Gut, zu der Frage, wo befindet sich Deutschland, finde ich, haben wir eigentlich schon eine gute Antwort gehört, dass es so ein bisschen ambivalent ist. Und dadurch, dass es ambivalent ist, dazu sagen wir, das ist gut. Denn erstmal ist es nichts Schlimmes, denn solange wir kritisch auf unserer Position innerhalb der Welt sind, sind wir selbst kritisch. Und das war auch ein Punkt, den die Regierung nicht mehr besonnen hat. Wir sind in dem Moment achtsam gegenüber der potenziellen Gefahr des Nationalismus und auch der potenziellen Gefahr des Patriotismus, so wie die Regierung sie sich hier in ihrem Fantasieland ausgemalt hat. Aus der eröffnenden Hälfte geben sich damit zwei Fragen. Erstens, welcher Prozess der Zugehörigkeitsfindung und der Gruppenbildung ist besser? Und zweitens, was für realpolitische Konsequenzen ergeben sich daraus? Nun, zur ersten Frage, welcher Prozess der Gruppenbildung ist besser? Wir hören auf Seiten der Regierung, dass es alles inklusiv ist und dass es alles überhaupt nicht auf Ausgrenzung von irgendwelchen anderen Randgruppen oder so basiert. Gut. Diese bestimmten Gruppennamen wie Deutsch werden also inhärente Werte zugeordnet. Das sind aber sehr spezielle Werte in dem Moment. Zum Beispiel beim Deutschsein ist es Pünktlichkeit und Fleißarbeit. Gut, jeden Morgen im Spiegel sehe ich eine verdammt faule Person, die auch selten mal pünktlich irgendwo erscheint. Heute Ausnahme. Aber der Punkt ist, deswegen bin ich nicht weniger deutsch und deswegen sollte ich auch nicht weniger stolz auf meine anderen Leistungen sein. Und ich sollte auch nicht weniger stolz auf meine Einstellung zum Humanismus und zu anderen Menschen sein, egal ob die deutsch oder nicht deutsch sind. Wenn wir also, wie Katrin beschrieben hat, einen Einordnungsprozess, ist es jetzt ein Freund, ist es jetzt ein Feind, aufhand von gemeinsamen Werten wie Humanismus, Freiheit und Gleichheit machen, dann ist es etwas, das aus allen Kulturen zusammenkommen kann. Und dann mache ich diese Entscheidungsfindung, Freund oder Feind, nicht mehr auf Basis von Hautfarbe, sondern ich mache es auf einem viel, viel komplexeren Art und Weise, wo ich hinterher nur noch sehen kann, wir haben viel mehr gemeinsam, als dass wir Unterschiede haben. Und das ist in der heutigen Gesellschaft extrem viel wert. Noch nicht. Gut, zu den realpolitischen Konsequenzen. Haben wir zum Beispiel von der schließenden Regierung gehört, ja, wir haben dann Krisenintervention auf Basis von diesen patriotischen Werten. Gut, nochmal, um es nochmal klar zu machen, wenn ich meinem Nachbarland oder einem Land wie Syrien helfe auf der Basis von humanistischen Werten, einfach weil ich ihnen helfen möchte, weil sie einfach nur Mitmenschen sind, dann brauchen wir dazu keinen Patriotismus. Es ist uns nicht klar, was der inhärente Wert von patriotischen Gedanken ist, wenn wir das Gleiche ohne den Ausgrenzungsprinzip auf der Seite von uns erreichen. Katrin hat gesagt, was dadurch entsteht, ist eine Wir leisten etwas und daraus stehen uns Resultate zu. Nicht nur, dass wir das nicht eigentlich geleistet haben, sondern die Leistung kommt aus dem Miteinandersein und der gemeinsamen Ertrag für ein bestimmtes Ziel, wie zum Beispiel in einer humanitären Welt zu leben. Dass Deutschland jetzt dabei ein kleiner In-Group ist, das ist halt so, aber dafür brauchen wir immer noch keinen Patriotismus. Bitte, Marius. Also, utopische Alternative, humanistische Werte ist ja ganz nett, aber wieso ist es wahrscheinlich, dass sich alle darauf einigen können, gerade im Kontext der ideologischen Mechanismen und Janis? Dankeschön. Komme ich jetzt zu. Im Endeffekt möchte ich kurz abschließen mit Gemeinschaft ist gut und das will die Regierung auch, unsere ist besser. Zum einen, die Exklusivität. Ja? Sowohl Marius als auch Samuel haben über die Einigkeit geredet. Es ist uns nicht klar, warum zum Beispiel, wenn wir uns aufhand von Humanismus zum Beispiel zu irgendeinem Verhalten zwingen können oder zu irgendeinem Verhalten bewegen können, ein Verhalten, das erstmal nicht feindlich gegenüber einer anderen Person oder einem anderen Menschen sein kann. Und Humanismus, oh, wie kommt's, ist in Frankreich entstanden. Das heißt, es ist ein universeller Wert in dem Moment. Ja. Wir brauchen den Patriotismus nicht dafür. Gut, jetzt ist
jetzt die Frage, jetzt kommt jemand Neues hinzu. Ja? Jemand, der nicht deutsch ist, der muss sich die Werte erst aneignen. Es sind aber genau diese inhärenten Werte, die speziell deutsch sind, die ihn dann zum Deutschen machen würden, die ihn erst dann oder sie erst dann in diese Gruppe Einlass gewähren lassen würde. Ja? Das ist ein Problem, weil, wie ich schon gesagt habe im Vorfeld, wir haben viel mehr Gemeinsamkeiten, als dass wir Unterschiede haben. Und aufgrund von irgendwelchen inhärenten Werten dann auf einmal eine Grenze zu ziehen und eine bestimmte Identität abzulehnen, ist schädlich für mich, weil ich auf den Kontakt verzichten muss zu einer besonderen anderen Person und für die Person natürlich auch, die ihre Identität abgelehnt bekommt. In dem Moment, wo ich eine Identität ablehne, ist es eine Gefahr für die Identität selbst. Das heißt, auf einmal glaubt der Mensch, dass er nicht mehr genug Mensch ist und das ist ein Problem. Ich möchte abschließen, um einfach nur zu sagen, wenn ich mir Werte auf eine Fahne schreiben möchte, dann muss diese Fahne nicht schwarz-rot-gold sein. Dankeschön. Ich möchte mich zunächst einmal sehr herzlich für diese Veranstaltung insgesamt bedanken, weil ich sehr beeindruckt bin, auch von den verschiedenen Präsentationen, die wir bekommen haben. Und es ist ja ausgesprochen schwer, einfach aus dem Stegreif eine politische und hochqualifizierte, auf höchstem Niveau politische Debatte zu führen. Wir haben uns von der Ehrenjury nun, wir haben es uns nicht leicht gemacht, wir fanden viele Redner sehr gut, aber wir haben nun von der Ehrenjury uns entschlossen, die Wahl ist getroffen worden und gefallen auf Herrn Marius Horn. Dass er eine Abgrenzung beinhaltet von Ausländern, anderen Ländern, anderen Nationen, dass er hier positiv definiert wurde mit Weltoffenheit, ja, die Bekennung zu demokratischen Werten. Und das war der Grund, warum wir uns dann letzten Endes, weil es eben auch sehr überzeugend präsentiert worden ist, für Herrn Horn entschieden haben. Und dann wollen wir auch schon den Preis für den diesjährigen Süddeutschen Meister hören und bitten deswegen die Studentenjury nach vorne. Ja, wir glauben auch, wir haben eine sehr schöne Debatte gehört. Wir hatten eine sehr intensive, aber auch sehr konstruktive Jury-Diskussion, die uns am Ende zu einem einstimmigen Ergebnis verleitet hat. Entschieden hat das Team diese Debatte, das für uns am nachvollziehbarsten und plausibelsten gemacht hat, welche Werte in einem Patriotismus tatsächlich die Werte sein werden, die sich in einer patriotischen Gesellschaft durchsetzen werden und wie ein realistisches Zukunftsszenario aussehen würde von einer deutschen patriotischen Gesellschaft. Dieses Team, das für uns nun nach einstimmiger Entscheidung das Finale der Süddeutschen Debattiermeisterschaft 2018 gewinnt, kommt aus der schließenden Opposition aus Wien.